Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Turok Dinosaur Hunter. Schön, dass du wieder mit dabei bist, denn heute geht's weiter und ich krempel mir gerade mal eben die Ärmel hoch, denn hier könnte es recht interessant werden. Wir befinden uns nämlich jetzt gerade auf dem Weg in Level 2 im Dschungel, so heißt das Level, der Dschungel. Und ja, bin mal gespannt, wie viel Dschungel uns hier wirklich erwartet. Von daher machen wir uns gleich auf die Socken und schauen uns das Level mal an. Denn wie gesagt, ich habe absolut null Levelkenntnisse von früher. Also ich kann mich an so ein paar gewisse Stellen erinnern. Doch der größte Teil ist wirklich flöten gegangen. Denn die Zeit des N64 ist natürlich ein bisschen, ja, ist schon so ein bisschen her. Und von daher bin ich mal sehr gespannt. So, wir latschen jetzt einfach mal weiter. Wie ihr hören könnt, habe ich auch einmal, ja, zum Test die Musik ausgestellt im Hintergrund. Denn die war recht... Die hat mich irgendwie gestört in der letzten Folge. War schlecht abzumischen, weil die Sounds der Waffen dann auch irgendwie untergegangen ist. Schaue ich mal, ob ich das dann in der nächsten Folge wieder anmache mit dem Sound oder ob wir das so beibehalten. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Spiel gerne mit Musik hören wollt oder ob das reicht, wenn ich hier so ein paar, ja, Effekte von den Waffen im Hintergrund habe. So durchgehend quatschen tue ich natürlich auch nicht. So, jetzt probiere ich mal hier rüber zu springen und es klappt tatsächlich. Lol. Okay, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. So, was ist das hier? Das ist doch... Hier ist doch bestimmt irgendwas, was mich aufhalten will. I am Turok. Ja. Ach, guck mal hier. So Sandsäcke. Interessant. Was gibt es in einer anderen Dimension? Sandsäcke, ganz klar. So Ninja Warrior mit Turok. Lauf! Oh, okay, wir haben es gerade geschafft. Nice! Okay, das war doch gar nicht so schwer. So, jetzt gehe ich mal hier ins Portal. Lass mich in Ruhe, Mann. Was soll denn das? Jetzt mal ehrlich. Das Gesicht, ey. Das ist richtig Golden Eye von James Bond, ey. Voll geil. So. Okay, okay. Ja, wir gehen jetzt einfach weiter. Wir haben ja jetzt hier zum größten Teil schon alles gesehen. Was ist hier vorne, wenn ich jetzt hier hochklettere? Können wir mal ausprobieren. Vielleicht gibt es da oben auch noch was Schönes zu finden. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. So, aua. Hier gibt es Schüsse ins Gesicht. So sieht's aus. So. Das soll ein Baum sein anscheinend. Ich bin mir nicht ganz genau sicher. Man kann auch über die Plattenberge hinwegschauen. Sehr interessant. Also dieses Level-Design ist wirklich das allerletzte. Oh, so. Also das ist wirklich nicht schön, was man hier sieht. Aber wie gesagt, das ist ein echt, echt altes Spiel. Und von daher nehme ich es dem Spiel nicht wirklich übel. Dass es jetzt hier nicht High-Quality-Grafik ist. So. Turok könnte echt mal einen Remaster gebrauchen. Ich würde es feiern, wirklich. Mit einer schönen Unreal Engine 4 oder jetzt mit der neuen Unreal Engine 5 würde das Spiel mega brutal aussehen. So. Komme ich hier vielleicht schon hoch? Ich probiere es mal. Vielleicht schaffen wir das ja sogar. Guck mal, das geht. Nein, daneben gesprungen. Ich Trottel. Ich Trottel. Mal hier rüber schwingen. Und wir haben es geschafft. Geil. So, jetzt nur noch hier vorne irgendwie. Und das muss doch klappen. Geil. I am Turok. I am Turok. Richtig geil. Wie er das sagt. Richtig, richtig gut. So. Was gibt's denn hier Feines? Gar nichts. Okay. Und da kommen wieder irgendwelche Gegner auf mich zu. Die wollen mich messern. Und schießen auf mich. So aber nicht hier. So, weiter geht's. Guck mal, es wird immer dschungeliger. So, hier sind aber ganz schön viele Gegner jetzt. Habe ich denn eine Pistole oder... Nee, ein Kampfgewehr habe ich noch. Guck mal, ich treffe sogar von hier. Magazine, das ist sehr gut. Da kann ich meine Pistole mal wieder benutzen. Die reicht nämlich schon. One-Shot. Stärker als das Kampfgewehr. So.
Hier ist nichts außer ein bisschen Magazin und ein paar Schrotflinten-Shells, aber die bringen mich jetzt auch nicht weiter. So, jetzt muss ich wahrscheinlich schwimmen, ne? Habe ich ja richtig Bock drauf. Ich schaue nochmal eben auf die Karte, aber wir sind hier tatsächlich fertig. So, dann schwimmen wir jetzt mal ein bisschen. Und das darf ich natürlich auch nicht vergessen einzusammeln. Wo kommen die denn jetzt her? Die waren aber eben nicht hier. So, schwimmen wir mal. Fisch hier eben noch fischen. So, jetzt wird's verwinkelt hier, wa? Kann ich denn da irgendwo noch hin? Ich schaue mich erstmal oben um. So. Hier noch 25 Lebenspunkte. Nice. Au. Dabei hat er mich nicht mal getroffen. Jetzt mal ehrlich. Genau. Ist klar. So, jetzt lasse ich einfach mal die Maus gedrückt und schieße den Golem platt hier. Der braucht nämlich Ewigkeiten, bis er bei mir ist. Und zack, ist er auch schon tot. So schnell geht das. So, hier geht's jetzt weiter. Da möchte ich aber noch nicht hin, denn wir müssen noch ein wenig schwimmen. Und ich schätze mal, dass wir da vielleicht auch noch was finden im Wasser. So, schauen wir mal. Da hinten geht's ja auch noch weiter. Guck mal einer an. Hier gibt es ja auch wieder irgendein Gebiet. Ja, ne, hier sind wir hergekommen, ne? Tatsächlich. Interessant. Interessant. Gibt es denn hier gar nichts mehr? Das ist aber komisch. So, habe ich die nicht gerade alle umgebracht? Was ist das hier? Ach so, der Golem. 6 Schüsse und der Raptor fällt. Es gibt tatsächlich nichts mehr hier. Na gut, komm, dann gehen wir einfach weiter. Hätte ja sein können, dass hier noch irgendwie was versteckt ist. Wir brauchen ja 3 Schlüssel, die wir finden. Und wir haben bis jetzt noch nicht einen einzigen gefunden. Das irritiert mich ein bisschen. So, du bist down. Down. Oh, 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 hier gibt es aber viel einzusammeln. Hier auch nochmal eben hochgesprungen. Geht das überhaupt? Nee, der rutscht da immer ab, der Drecksack. Dann gehe ich einfach hier hoch. Aber hier gibt's auch nichts. Na gut. Da schmeißt der mit Granaten in der Steinzeit. Das geht doch gar nicht. So, da ist noch ein Kampfgewehr, da muss ich nicht unbedingt hoch. Lass ich jetzt auch einfach mal sein. Vielleicht komme ich hier nach oben. Guck mal, ist viel einfacher. So, noch ein Sturmgewehr. Erst noch ein Dino. Jetzt nicht mehr. Gehen wir mal hier lang. So, und da ist schon der erste Schlüssel. Oder? Nee, hier können wir speichern. Hä, das bringt ja nichts. Speichern möchte ich jetzt nicht. Stirb doch! Au! Der Typ hat mich jetzt aber erschreckt. Stirb. So. Okay. Also wir haben schon einiges erlebt hier. Aber das Problem ist, wir haben noch nicht einen Schlüssel gefunden. Ich hoffe, wir finden alle. Denn ich möchte nicht unbedingt nochmal in dieses Level, wenn ich ganz ehrlich bin. Habe ich ja am Anfang vom Let's Play schon gesagt, dass ich ganz gerne nur einmal in jedes Level gehen möchte und nicht unbedingt doppelt und dreifach. Das wäre nämlich nicht so schön. Guck mal, da oben ist noch ein Portal. Komme ich da hin? Natürlich nicht. Aber ist auch nicht so wild, denn wie gesagt, das ist, glaube ich, optional. Trotzdem versuche ich... Nein, gerade ist... Oh, es ist gerade verschwunden. Sonst wäre ich mal reingegangen. Hätte mir das angeschaut. Aber man kann ja nicht alles haben, ne? Wo kommen die alle her? Geht doch gar nicht. Oh, boah, ich dachte, ich muss da wieder rumrennen. So, hier, das sieht aber endbossmäßig aus.
man weiß gar nicht, wo man hinlaufen soll. Hier geht's jetzt weiter. Aber da hinten war auch ein Weg. Durch so eine Höhle. Deswegen gehe ich jetzt erstmal in die Höhle, bevor ich hier weiterlaufe. So, wo war das gute Stück denn hier? Hier muss es ja auch irgendwas geben. Scheint auch ein geheimer Weg zu sein. Ist gar nicht auf der Karte markiert. Ah, diese ganzen Kackkäfer, ne? So, hier muss es doch 100 pro einen Schlüssel geben. Jetzt erzähl mir nicht, ich bin wegen diesem Sturmgewehr hier hingelaufen. Ah, Turok. Hättest du mir das nicht vorher sagen können? Hätte ich mir das gespart hier mit dem Weg. Mein Gott, wie viel denn noch? Ist ja gut. Ist ja gut. Okay, okay, okay. Ich hab's verstanden. So, hier war ja anscheinend nichts mehr. Deswegen latsche ich jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Und hoffe, dass ich den finde. Den Weg zurück. Aber das war gar nicht so schwer, siehst du wohl. So, hier ist wieder das Portal, aber da ja, gebe ich jetzt mal einen feuchten Furz drauf. Möchte ich jetzt nicht unbedingt reinspringen. Wir müssen ja auch ein bisschen vorankommen und spielen ja auch schon wieder 12 Minuten. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen Gas machen. Ne? So, länger als eine halbe Stunde soll dieses Level nicht dauern. Hoffe ich. Warum bist du denn so groß? Was schießt der denn dafür für Munition? Große Energiezelle, aha. Das schreit doch nach Plasmagewehr, oder? Das wäre richtig fett, wenn ich das gleich kriege. Uiuiui, das wäre richtig hart. So, ich versuche mal... Nein, das Portal ist schon wieder verschwunden, ihr Schweine. Ach Mann. So schnell kann doch kein Turok sein. So, jetzt wird's verwinkelt hier langsam. Dann muss ich mal schauen, wo ich hier war, wo ich noch nicht war. Ich glaube, ich kletter erstmal da hoch. Bevor ich da in diese Richtung weitergehe. Ach, die spawnen einfach wieder. Ja, wo sind wir denn hier jetzt gelandet? Hör mal. Das spawnen die Dinos. Ich glaube, ich spinne. Jetzt gehe ich hier einfach mal rein. So. Drauf geschissen. Hier gibt es einiges zu holen. Au. Volles Leben. Und das war's auch schon. Guck mal, hat sich doch gelohnt. Hat sich doch gelohnt. So, jetzt können wir hier weiterlatschen oder wir klettern da oben hoch. Ne? Was mache ich denn jetzt am besten? Bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich versuch's jetzt einfach mal und kletter da eben hoch. Wo war das denn? Hier vorne, ne? Hä, wo war das denn jetzt? Ach, hier, hier, hier. So. Habe ich noch Kaffee? Moment. Ah, oh, so ein lecker Kaffee. Morgens. Ich spiele übrigens morgens. Könnt ihr euch das vorstellen? Sonst spiele ich immer nachts. Jetzt spiele ich morgens. Die Frau ist gerade im Krankenhaus. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, spielst du mal eine Runde. Da könnte ich jetzt reingehen. Soll ich? Ich glaube, dann komme ich wieder zurück. Deswegen durchsuche ich hier gerade mal eben den Ort noch. Frau im Krankenhaus und die Kinder sind im Kindergarten. Da könnte ich doch auch drauf springen. Aber was würde mir das bringen? Andere Frage. Wahrscheinlich gar nichts, ne? So, deswegen nehme ich jetzt den Geheimweg da vorne. Was haben wir denn hier? Ach, ein geheimer Bereich. Cool. Aber hier waren wir doch auch eben schon. Was bringt denn das, dieses Hin und Her hier? Gar nichts. Und zack, hier drauf. Hier drauf. Ah, geil. Okay, das ist natürlich gut. Wir haben ein weiteres Teil bekommen für diese Ultrawaffe. Ja, das hat sich doch gelohnt. Hat sich doch gelohnt. Im ersten Augenblick erst nicht so, aber dann doch. So. Gehen wir mal weiter.
stirb doch einfach. Schlimm? Nein, doch nicht. Ist eher so das Kinderbecken hier. Aber hier ist für Erwachsene. Was haben wir denn hier? 2 Lebenspunkte. Dafür springe ich jetzt hier in diesen Brunnen und riskiere mein Leben. Okay. Toll, toll. Jetzt erzähl mir nicht... Ich wollte schon sagen, wieso habe ich keine andere Waffe? Ja, der Affe kann natürlich nicht sterben, ne? Er ist overpowered. Was passiert jetzt? Hier war ich doch eben schon. Nee, da gehe ich jetzt nicht nochmal hin. Das macht ja gar keinen Sinn. Das lohnt sich nicht, wenn ich da jetzt nochmal durchlatsche. Da hinten ist der erste Schlüssel. Wie komme ich denn da hin? Nee, da komme ich so nicht rüber. Das macht ja keinen Sinn. So, vielleicht komme ich irgendwie anders dahin. Guck mal, da könnte man auch... Nein! Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Oh nein, jetzt bin ich schon wieder in irgendeiner Kackhöhle. Ich will doch nicht in die Höhle hier. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, wo ich gleich rauskomme. Das wäre cool, wenn wir jetzt zum Schlüssel kommen. Was machst du denn schon? Toll, jetzt darf ich da rüber springen. Oh. 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 Komm ich niemals rüber. Doch. Also hier waren wir ja gerade. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Okay, ein Schlüssel von 3. Fehlen noch 2. Jetzt stirb doch mal! Was ist denn los bei dir? Soll ich speichern? Ja, komm, ich speichere mal. Bist du sicher, The Dschungel? Ja, natürlich. Ja, genau, jetzt fallen hier Felsen vom Himmel. Was ist denn hier kaputt? Guck mal, da oben. Das ist so geil, ey. Die versuchen mich zu töten und da oben fliegen Steine im Himmel. Was ist hier los? Ja, ich sehe doch, wo die fallen. Voll lame. Richtig lame. Und weil die Weitsicht früher noch nicht so gut war, hat man die wahrscheinlich nicht gesehen. Wo und wie die vom Himmel fallen. Aber jetzt? Was? Oh Gott. Oh nein. Oh nein. 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 Ich bin in die Falle getappt. Unser erster Tod. I am Torok. I am Torok. Genau. Scheiße. Oh nein. Wie peinlich. Hier laufen Dinos rum und wie stirbt er? Ja. Durch einen Holzbalken. Kannst du mal sterben? Das ist so lächerlich. Also sie werden auch immer schlimmer hier, habe ich das Gefühl. Ja, das hast du jetzt davon, weil du hängen geblieben bist. So sieht's aus. So, hier runterspringen brauche ich nicht. Da bin ich ja hergekommen. Hier unten war ich eben schon. So, da ist ein fetter Tempel. Da ist doch 100 pro noch ein Schlüssel drin. Guck mal, den treffe ich sogar von hier. Ob der wohl stirbt? Tatsächlich. LOL! Okay.
Nein! No! Oh Gott, wie schlecht, wie schlecht. Okay, also so langsam muss ich mich ein bisschen konzentrieren. So geht das hier nicht weiter. Stirb! Turok, lass die Sau in Ruhe. Kümmer dich um die Gegner. So, verrecke. Wie sie schreien. So, und hier ist jetzt nichts, oder was? Das ist doch... Was passiert? Oh, hier hat sich ein Weg geöffnet. Oh! I am Turok! Geil! Oh, geil, eine automatische... Eine automatische Schrotflinte! Ich werd bekloppt in der Birne. Das ist ja mal mega geil. So, die Frage ist jetzt, soll ich hier runterspringen? Nein, da bin ich ja hergekommen, ne? Dann gehen wir jetzt hier weiter. Oh, es ist schön. Also die Waffen gefallen mir schon viel besser als wie im zweiten. Im zweiten, die waren natürlich cool, aber hier, die sind noch so ein bisschen echter, könnte man sagen. Hier so eine automatische Schrotflinte oder so ein Sturmgewehr, das hat ja quasi gefehlt im zweiten. Ne? Was ist eigentlich eure Lieblingsschrotflinte? Aus welchem Spiel? Das könnte man auch immer gut fragen. Ne? Das ist auch immer so eine Sache. Die muss halt Wumms haben und ballern. Sonst ist das keine Schrotflinte. Ne, hier, das sind auch eigentlich so 0815-Geräte, wenn man die mit heute vergleicht, in gewissen Spielen. Sagen wir jetzt mal Doom oder so, die knallt auch schon ordentlich. Aber hier, ne? Naja. So. Jetzt nehme ich mal eben meine Karte raus hier, denn hier könnte es verwinkelt werden. So, blubbern tut sie auch überall. Ohne Minigun, Alter. Alter, gib mir das. Wie öffne ich das? Wie kriege ich das auf? So, und ich glaube nicht, dass wir das Level heute schaffen, so in einer halben Stunde. Aber wie komme ich denn da rein? Es muss doch einen Weg geben. Es muss doch ein Knöpfchen geben hier in der Höhle. Oder kann man das irgendwie... Nee. Also da will ich hin. Nur wie? Hier gab es jetzt keinen anderen Weg, ne? Oder habe ich irgendwas übersehen? Anscheinend nicht. Oder gibt es hier noch einen Geheimweg, den ich vielleicht so jetzt nicht auf den ersten Blick gesehen habe? Kann auch sein. Hier bin ich hergekommen, hier war nichts. Da ist ein Portal, da gehe ich jetzt einfach mal rein. Aber das ist ja genau dasselbe wie eben. Macht doch gar keinen Sinn. Okay, wie ich das öffne, weiß ich jetzt gerade leider gar nicht. Dann müssen wir da erstmal vorbeilaufen. Das ist ein bisschen schade, weil ich das gerne öffnen würde. Aber ich habe noch nichts dafür. Ich weiß auch nicht, wie ich das aufkriege. Also entweder gibt es hier irgendeinen Hebel oder ich brauche da Granaten für oder sowas. Aber das habe ich aber noch nicht, ne? Vielleicht hier? Nee. Komm, irgendwo muss doch ein Hebel sein. Das gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Aber anscheinend schon. Wie, und hier komme ich jetzt auch nicht weiter, oder was? Doch, 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 doch. Ich wollte schon sagen. Ja, gut. So, dann... Oh. I am Turok. Hier sind auch nochmal so ein paar Dinger. Nehme ich mal eben mit. Schwimmen wir wieder nach oben. Und dann möchte ich gleich gerne speichern irgendwo, weil sonst wird die Folge viel zu lang. Und da geht's schon raus? Das kann doch nicht sein. Da ist noch ein Schlüssel. Da ist noch ein Schlüssel. Da möchte ich gerne noch hin und mir den holen. Kannst du auch mal sterben da oben?
Wie komme ich da hin? Okay, ich muss schwimmen. So, das Vieh ist tot. Ich werde jetzt gerade nochmal eben den Rest vom Becken hier absuchen. Da vorne gab es nämlich auch noch ein... Nee, hier komme ich aber leider nicht runter. Schade, schade, schade. Okay. Ja, dann ist das die einzige Möglichkeit, weiterzukommen. Müssen wir also machen, ne? Komm, schwimm, du Indianer, schwimm. Schwimm so schnell du kannst. Irgendwo muss ich doch speichern können, jetzt langsam mal. Es wird ja langsam hier unangenehm, wenn ich jetzt so weit spiele. Nachher sterbe ich. Schon wieder so ein dummes Portal. Leck mich. Gehe ich jetzt nicht nochmal. Jetzt schießen die auch noch Feuer oder was? Was ist denn da kaputt? Wo sind wir denn hier? Ja, jetzt hänge ich hier fest oder was? Oh, Hilfe, ey. So, ich will den Schlüssel haben. Jetzt, jetzt bin ich hier, das will ich doch gar nicht. Ich will das Level noch nicht beenden. Das kann ja nicht sein. Das ist doch falsch. Hier. So ein Schlüssel fehlt. Das kann doch nicht sein. Was habe ich übersehen? Das geht so nicht. Okay, Level 5 Schlüssel. Okay. So, jetzt schaue ich gerade mal eben. Schlüssel. Wir haben tatsächlich den ersten Schlüssel übersehen. Das gibt's doch gar nicht. Das kann doch nicht sein. Das heißt, ich muss jetzt echt das Level beenden und dann nochmal hier rein? Das ist... Nein. So war das nicht geplant. So aber nicht hier. Muss ich jetzt extra nochmal zurücklatschen? Ist das denn die Möglichkeit? Da oben ist er. Wie komme ich da hin? Da oben ist der Kackschlüssel. Nur wie komme ich da oben hin? Nein. Turok, flieg. Flieg und Sieg. Gibt's da eine Höhle? Da ist tatsächlich eine Höhle. Ah, wie komme ich da hin in die Kackhöhle? Das muss ja dann von hier oder von da irgendwie gehen. Oder muss ich hier ins Wasser springen? Oh! Haben wir es schon gefunden? Das wäre jetzt geil. Das wäre natürlich jetzt richtig geil. Nochmal eben alles absuchen hier. Aber wir haben den richtigen Weg gefunden, glaube ich. Hoffe ich. Da müssen wir dieses Kacklevel nicht nochmal machen. Ah. So, ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ach, ist das schön. Oh. Hauptsache, wir haben den Key und können dieses Level verlassen. Dann sind die tatsächlich nicht so lang. Hätte ich mich jetzt nicht so doof angestellt. I am Turok! Ja. Geil. So. Okay. Jetzt können wir geschmeidig zurück zum, zum Ende laufen, ohne hier irgendwie noch Gegner zu killen oder irgendwas zu suchen. Das ist sehr schön. Haben wir das schon mal erledigt. Ach, ist das toll. So, bloß schnell zurück. Schnauze! Also die Viecher nerven richtig hart. Was passiert, wenn ich jetzt hier gegen... Oh, nice! Holy shit! Genau, du sagst es. I am Turok! Da wäre ich aber im Leben nicht drauf gekommen, dass das geht. Oh, wie geil. Jetzt haben wir sogar schon eine Minigun. Das ist ja obergeil.
Okay, siehst du, alle Geheimnisse gelüftet hier in dem Level doch noch. Zum Schluss. Oh. Habe ich aber Glück gehabt. Siehst du wohl, das hätte mich jetzt verfolgt den ganzen Tag lang. Wie wäre ich da durchgekommen und bla. Jetzt habe ich es rausgefunden. So, komm, schwimm, Turok. Wir haben nicht mehr ewig Zeit. Ein paar Meter. Kannst du nicht mal ein bisschen schneller durchs... Ja, geht doch. So. Und da ist das Ende. Hui! Geil. Okay, richtig gut. So, wo ist jetzt Level 5? Hier ist Level... Nee, das ist Level 5. Wir hatten aber irgendwo noch einen Schlüssel gefunden. Level 4. Die Ruinen. Was war das hier jetzt? Level 2? Und das ist Level 3. Die alte Stadt. So ist es. Und da schauen wir mal eben ganz kurz rein. Und es sieht aus wie in den anderen Leveln. Ja, Dschungel, bisschen Steine. Und ja, ein paar Dinos. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Turok wieder. War auf jeden Fall schön, die Runde doch noch alles rauszufinden und alles Schlüssel zu bekommen. Ich schaue trotzdem nochmal zur Vorsicht und wir haben alle gefunden. Das ist richtig geil. Und ich hoffe, das läuft in den nächsten Leveln genauso. So, jetzt speichere ich eben nochmal schnell. Und dann sehen wir uns in die nächste Folge. Und würde sagen, speichern. Peace, bis dann und haut rein.